Hallo zusammen. So, ich habe euch ja gesagt, ich nehme euch mal bei einer kleinen Ernte mit. Ja, die Schalen für die Schnecken, die sind leer, habe ich heute Morgen gesehen. Die werde ich gleich auch wieder auffrischen. Gegossen habe ich schon. Und dann werde ich euch mal zeigen. Also in den letzten Tagen habe ich auch schon ein, zwei Sachen ernten können. Hier zum Beispiel ja, die Gurke. Da unten kommt noch eine kleine, das heißt die ist am Wachsen. Genau. Einmal eine frische Gurke. Ich habe gesehen, hier hinten sind auch schon zwei kleine Tomaten. Ja, doch, die kann man auch schon mitnehmen. Wühlmaus. Ja, damit habe ich nur ein bisschen zu kämpfen. Aber sie lassen das Obst und Gemüse in Ruhe. Also Obst ist irgendwie mit in den Beeten drin. Bis jetzt tut sich da noch ein bisschen wenig. Aber es kommt auch, ich habe auch gesehen, die meisten Sachen kommen auch erst im August, September. Genau, die, ich weiß gar nicht, ob ihr seht. Genau, die lasse ich noch ein bisschen, die sind jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es genau sehen könnt, noch ein bisschen zu hell. Dann gehe ich einmal hier entlang. Die ist auch noch nicht ganz reif. Da ist auch noch nichts. Hier kommt eine kleine Paprika. Aber ich glaube, die wird mit Sicherheit noch größer. Ja, jetzt seht ihr das so besser. Genau, da werde ich noch warten. Und jetzt gehe ich einmal nochmal zum Beet. Ja, mein Nachbarin hat gemeint, ich soll den Kohlrabi. Den hätte ich zu eng gesetzt. Und da das das erste Mal ist, dachte ich, okay, sie hat ja schon viel mehr Erfahrung mit Gartenbau. Ich soll ihn auseinandersetzen. Jetzt habe ich das einmal gemacht. Aber der sieht jetzt momentan nicht so gut aus. Vielleicht war es doch keine gute Idee, weil er wahrscheinlich schon zu hoch gewachsen war. Hätte ich wahrscheinlich viel früher machen müssen. Aber ich bin immer dankbar, wenn ich so Tipps bekomme, weil wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich anbaue. Deswegen finde ich es immer ganz nett von ihr, wenn sie mir dann mit Händen und Füßen oder mit Translator irgendwie dann mal so Tipps gibt oder so. Also sie ist Ungarin und wir unterhalten uns immer mit Händen, Füßen. Aber ist ganz witzig. Und sie ist auch voll lieb. So, also nicht wundern. Normalerweise würde ich ohne Handschuh ernten. Aber das hier sind Radieschen. Und ich bin, ist jetzt total lustig, aber ich bin gegen Radieschenblätter allergisch. Meine Hand wird dann ganz rot, fängt an zu jucken. Deswegen kann ich auch nur mit den Handschuhen da gucken, ob da schon... Also zwischendurch waren schon welche reif, da habe ich die auch schon probiert und die sind extrem scharf. Genau, hier könnt ihr sehen. So, und ich guck mal, also wenn sie einfach rausgehen, habe ich gemerkt, sind sie fertig. Wenn sie aber noch so fest sind, dann nicht. Also ich nehme nur die raus, die leicht rauszuholen sind. Falls jemand sagt, nee, ich kann das auch rausholen, wenn es fest ist, dann könnt ihr mir ruhig Bescheid geben. Wie gesagt, das ist auch meine erste Erntezeit. Also ich habe allgemein noch nicht viel Erfahrung. Deswegen probiere ich das ja aus. Und um dann einfach immer mehr dann zu lernen. Ja, weil ich weder in Deutschland noch in Estland die Möglichkeit hatte, Selbstanbau zu betreiben. Aber hier möchte ich das jetzt machen. Und da ist dann alles so ein bisschen ein Test für mich. So, jetzt gucken wir, aber hier gehen keine einfach raus. Die sind alle noch ziemlich fest. Aber man sieht, dass das schon gute sind, aber viele sind ja noch ziemlich klein. Ja, deswegen, also, heute keine Radieschen, nicht schlimm. Dann ist das unsere Ausbeute von unserer Ernte heute, ist nicht viel, aber wie gesagt, der Garten ist ja auch nicht groß. Das ist ja, habe ich euch ja beim letzten Mal schon gezeigt, einfach nur hier so drei oder jetzt drei, ein Viertel Beete. Ja, und dann die Tomaten und Paprikas da hinten. Wie gesagt, ich nutze das jetzt auch erstmal als Test und im nächsten Frühjahr, je nachdem, wie der Platz ist oder wie ich jetzt auch wieder noch an weiteres Saatgut komme oder was die Zeit auch so bringt, ja, werde ich das Ganze dann nochmal neu aufziehen
und dann auch wirklich richtig mit Permakultur. Dann werde ich einfach mal schauen und genau. Wenn jemand von euch Tipps für mich hat, Tricks für mich hat, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. See you, Stock!